Soldats de mon pays, en ce jour où commence la 650e année de notre Alliance fédérale, je tiens à m'adresser à chacun de vous. La guerre n'est pas terminée. L'armistice n'est pas la paix. Les plus jeunes veillent sur nos frontières et sur notre réduit national. Les plus âgés ont repris leurs tâches civiles pour assurer le pain de chaque jour. Chacun de vous, quel que soit le poste où il se trouve, défend le pays. Am 1. August 1940 hält Henri Guisan diese legendäre Rundfunkansprache. 11 Monate zuvor ist er von der Bundesversammlung in den außerordentlichen Rang eines Generals der Schweizer Armee erhoben worden. 11 Monate, in denen die Soldaten passiv, wie Zaungäste, den Westfeldzug der Wehrmacht beobachten. 11 Monate, in denen das Schlachtgetümmel immer näher an die Eidgenossenschaft heranrückt. Am 14. Juni 1940 schreibt der Intellektuelle Denis de Rougemont in der Gazette de Lausanne: Zu dieser Stunde, da Paris geschunden sein Antlitz in einer Wolke verhüllt und schweigt, möge seine Trauer die Trauer der Welt sein. Wir spüren wohl, dass wir alle getroffen sind. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sieht sich die Schweiz von Mächten umzingelt, die potenziell kriegführende Staaten sind. Die Schweizer Armee ist zum Großteil an der Schweizer Maginot-Linie zusammengezogen. Die deutschen Truppen stehen nicht weit entfernt in Pontarlier. Und die Westgrenze zu Frankreich ist praktisch ungesichert. Damit befindet sich nicht nur der General in einer brenzligen Lage, auch die Schweizer Behörden. Selbst die Bevölkerung ist sich über das Geschehen im Klaren. Alle Berichte jener Zeit vermitteln den Eindruck, dass ein Großteil des Volkes mit einer baldigen Besetzung des Landes rechnete. Fassungslos erleben die Schweizer Ende Juni, wie über 30.000 französische Soldaten zufluchtsuchend in ihr Land strömen. Der Krieg wird zum alles beherrschenden Thema. Am 25. Juni 1940 meldet sich der damalige Bundespräsident Marcel Pilet-Gaulard zu Wort. Quelle que soit la tristesse qu'éprouve tout chrétien, devant les ruines et les deuils accumulés, c'est pour nous Suisses un profond soulagement de savoir que nos trois grands voisins s'acheminent vers la paix. Wird der Bundespräsident die Eidgenossenschaft dem faschistischen Lager zutreiben? Land auf, Land ab ist diese Frage in aller Munde. Derweil konsultiert Henri Guisan seinen Beraterstab. Kraft seiner Mission, das Land zu verteidigen, weigert er sich, die Waffen zu strecken. Wenige Wochen nach der Rede von Marcel Pilet-Gaulard beschließt der General ein unerwartetes Manöver. Am 25. Juli bestellt Guisan fast den gesamten Schweizer Generalstab zum Rapport auf die Rütliwiese. Die legendäre Geburtsstätte der Eidgenossenschaft, wo 1291 die drei ersten Kantone ihren Bund besiegelt haben sollen. Hier eröffnet der General den Offizieren seine Strategie zur Landesverteidigung, den Rückzug ins Alpenrödwi. Guisans Lösung stellte einen Kompromiss dar, der lautete: Die Schweizer Armee bleibt an der Grenze präsent, aber nicht in großer Stärke. Das Gros der Truppen dagegen, etwa zwei Drittel, verschanzt sich im Alpenraum, im bedingungslosen Willen zum Widerstand, ohne Rückzugsoption. Die Réduit-Idee war in gewisser Hinsicht auch die Idee eines Verrückten. Besagte sie doch: Wenn ihr in unser Territorium eindringt, dann müsst ihr mit massiven Zerstörungen und zermürbenden Kämpfen rechnen. Das ist die Mühe nicht wert. Besser, ihr arrangiert euch mit uns. Erzielt Abkommen, dann müsst ihr nicht völlig überdimensionierte Geschütze auffahren, zumal gegenüber einem Gegner, der euch keinerlei Probleme bereitet, da es ein neutrales Land ist. Tags darauf wird der Operationsbefehl in allen Kantonen verbreitet. Ungeachtet der Irritationen seitens der deutschen und italienischen Regierung, verkündet Henri Guisan am 1. August 1940 im Radio seine Absicht, im Angriffsfall Widerstand zu leisten. Au seuil d'une année décisive, je vous donne cette consigne. Pensez en Suisse et agissez en Suisse. Penser en Suisse veut dire, demeurez fidèle à ce que nous sommes, à la liberté séculaire de notre Suisse, une et diverse. Agir en Suisse veut dire, servir son pays, respecter l'homme dans le voisin et l'étranger dans ses convictions.
Ziel der vermutlich gemeinsam mit seinem Berater Bernard Barbet verfassten und auf Schweizerdeutsch, Italienisch und Französisch vorgetragenen Rundfunkansprache war, der Bevölkerung Mut zu machen. Impressionné par les récits que nous rapportent les témoins des dernières batailles, certains se demandent, pourrions-nous résister? Poser la question n'est digne ni d'un Suisse ni d'un soldat. C'est méconnaître notre force, la qualité de notre armement. C'est ignorer la valeur naturelle de notre pays, les possibilités de résistance incomparables que nous offre notre terrain, riche en obstacles et en couverts, et nos montagnes. Die Frage, könnten wir standhalten, ist ein zentraler Punkt in dieser Rede, denn General Guisan weiß sehr wohl um die Schwächen der Schweizer Armee. Er spielt mit ihrer abschreckenden Wirkung, aber nicht jede seiner Karten ist ein Ass. So ist die ganze Schweizer Geschichte im Zweiten Weltkrieg ein einziger Bluff. Bei diesem Bluff geht es um wirtschaftliche Gegenleistungen, die eingeräumt werden. Es wird gefeilscht wie auf einem Bazar. Der von Guisan demonstrierte Widerstand ist nur ein Trumpf im Poker um die Schweizer Souveränität. Unter dem Druck des deutschen Kohleembargos ändern die Behörden ihre Taktik. 8 Tage nach der Rede des Generals unterzeichnet der Bundesrat ein Wirtschaftsabkommen mit dem Deutschen Reich. Die Schweizer erreichen die Aufhebung des Kohleembargos dafür, dass sie im Gegenzug Waffen sowie Strom liefern und dass sie den Alpentransit von Gütern zulassen, jedoch nicht von Truppen oder Kriegsausrüstung. Und schließlich erhalten die Deutschen Clearing-Kredite, mit denen sie auf Umwegen Waren beziehen, die direkt nicht zu bekommen wären. Die Schweizer setzten auf eine Politik des Ausgleichs und des Appeasements den Deutschen gegenüber, ihrem wichtigsten Handelspartner, obwohl sie sich gleichzeitig bewusst waren, dass sie Beziehungen zu den Alliierten unterhalten mussten. Als die Achsenmächte Niederlagen erleiden, hat dies Folgen für die Schweizer Neutralität. Das Abkommen mit dem Reich wird abgeändert, nachgebessert. Derweil verstärken sich die Kontakte zu den Alliierten. Militärisch hält man an der Bluff-Strategie fest. Die Schweizer Soldaten paradieren, ohne zu kämpfen. Am 8. Mai 1945 wird in der Schweiz wie überall in Europa das Ende des Krieges bejubelt. Im August scheidet Henri Guisan nach getaner Pflicht aus dem Amt, mit leuchtendem Nimbus. Bei seinem Begräbnis 15 Jahre später kommen über 300.000 Menschen zu einer letzten Verbeugung. Für eine ganze Generation verkörpert Guisan das Gesicht der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Spätestens mit Beginn der 90er Jahre beginnt eine lebhafte Debatte um die Rolle der Schweiz. Man fragt sich, hat die Schweiz vom Krieg profitiert? Also nicht nur mit ihrer Neutralität jongliert, sondern Profit daraus geschlagen, sich bereichert. Solche Fragen rückten erstmals in den Vordergrund. Wie andernorts in Europa bewerten Historiker die Ereignisse des Krieges neu. Und die Schweizer Bürger entdecken die Schwachstellen ihrer Neutralität und das Paktieren ihrer Regenten mit den Nazis. Im Zuge der Enthüllungen bittet Bundespräsident Kaspar Villiger am 7. Mai 1995 im Namen der Schweiz um Entschuldigung. Wir können uns nur still verneigen vor jenen, die unseretwegen Leid und Gefangenschaft erlitten oder gar den Tod fanden, können uns auch verneigen vor ihren Angehörigen und Nachkommen. Wir verfallen von einem Extrem ins nächste. War die Geschichtsschreibung zunächst ganz auf die Figur des Generals als Verteidiger des Vaterlands ausgerichtet, wird dies nun komplett in Frage gestellt. Mobilmachung der Armee hin oder her. Die Schweiz, so heißt es, wäre wegen wirtschaftlicher Interessen ohnehin nie überrannt worden. Diese hätten für die Schweizer Integrität eine weitaus tragendere Rolle gespielt. Es geht also von einem Extrem ins nächste. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Es gibt verschiedene Dimensionen zu berücksichtigen. Weder Sieger noch Besiegte. Die Schweizer treten alle das gleiche Erbe an. Die Geschichte von Guisan, von Pilegola, von Villiger. Eine Geschichte von Widerstand, Konzessionen und einem Kniefall. Eine Geschichte, die ihren Anfang nahm auf der legendären Rütli-Wiese,
wo General Guisan 1940 an den Schwur erinnerte, der die Schweizer eint. Sur le front du lac se détachait le drapeau fédéral, symbole de notre raison d'être. Le drapeau du bataillon d'Uri, escorté de quatre solides fantassins de la Suisse primitive, descendants de ceux qui, il y a six siècles et demi, à la même place, échangèrent le serment qui nous lie.